Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserem ersten Bauvideo auf unserem Kanal. Ja, die Indoor-Saison steht vor der Tür und wie ihr hier seht, haben wir uns hier was Nettes besorgt und wollen das jetzt mal mit euch zusammen bauen und euch mal hier so durch die einzelnen Bauschritte mitnehmen. Wir haben schon in den letzten paar Jahren einige Hallenflieger zusammengebastelt und haben auch so an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch den einen oder anderen Tipp für auch Leute, die vielleicht schon mal gemacht haben. Das heißt, das Video bis zum Ende anschauen lohnt sich, denke ich, auf jeden Fall. Und vielleicht kann ja der eine oder andere noch irgendwas mitnehmen. Das wäre auf jeden Fall klasse. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Los geht's. Als erstes gucken wir jetzt einfach mal, was wir hier so drin haben. In der schicken Box, schlicht in weiß. Ich mache jetzt einfach mal auf. Mit einem Skalpell, vorsichtig sein. So, und dann gucken wir hier einfach mal rein. So, wir sehen hier schon, die MXS ist so hellblau, blau bis schwarz. Und ja, wir haben hier erstmal die einzelnen Teile. Die Ruder sind schon anscharniert, das heißt, da muss man eigentlich gar nichts mehr machen. Dann haben wir hier den Rumpf, auch sehr schick. Geile Farben auf jeden Fall, gefällt mir gut. Hier das Höhenruder, kurz die andere Seite. Auch alles schon anscharniert, wie man hier sieht. Das Fahrwerk, so Teile, komplett in weiß. Hier noch die anderen Teile, Rumpf. Und hier als letztes noch das Seitenruder. Hier sind überall schon so Schlitze drin, die sind dann eigentlich für die Flachkohle gedacht, das heißt, die kann man hier auch direkt einfügen. Dann haben wir hier noch so eine schicke Bauanleitung mit sehr scharf auflösenden Bildern auf jeden Fall. Hier noch so eine kleine Tüte mit Kleinteilen. Da ist Schnur dabei für die Anlenkung. Dann haben wir hier noch Anlenkungsteile, Servohebel, Motorplatte, Motoraufhängung und hier noch für die Querruderanlenkung so Dinger. Aber das zeigen wir dann noch, wie das alles verwendet wird. Dann hier natürlich die Kohle. Kann ich auch mal kurz rausholen. Ja, die schnappt ja schon raus. Sehr gut. Einmal noch Flachkohle und Kohlestäbe. Für die Verstrebungen. Und dann haben wir hier noch zu guter Letzt ein paar Radschuhe. Einmal eine kleine Ausführung. Und einmal eine etwas größere Ausführung. Das war's, was hier eigentlich alles so dabei ist. Ich würde sagen, das ist eigentlich alles, was man braucht, um den Flieger zu bauen. Halt bis auf die Elektronikteile sozusagen. Genau. Das ganze Paket ist von kraftepp.eu. Das findet ihr, wenn ihr es einfach in Google eingibt. Und an der Stelle nochmal danke an Marek Plichter, dass er uns da ein bisschen unterstützt hat in der Richtung. Wie ihr in unserem letzten Indoor-Video vielleicht auch schon gesehen habt, haben wir den Flieger, also die X330SC von kraftepp auch schon letztes Jahr gehabt und waren einfach sehr zufrieden damit. Was wir halt einfach sehr geil finden, ist die Bedruckung einerseits und andererseits ist es einfach sehr passgenau, es ist schnell zusammengebaut und auch sehr präzise schon ausgefräst. Das heißt, gerade diese ganzen Sachen wie, dass man überall schon die Schlitze für die Kohlestäbe hat und alles im Prinzip schon vorgefräst ist und vorgefertigt ist und man muss es im Prinzip nur noch zusammensetzen und fertig. So, was braucht man überhaupt, um so einen Flieger zu bauen? Also wie ihr hier seht, haben wir schon ordentlich Materialien hier mal rausgelegt. Sowohl Werkzeuge als auch Elektronikkomponenten. Fangen wir einfach von rechts an. Eins von den wichtigsten Werkzeugen, was ihr eben braucht, ist ein Messer. Wir haben hier in dem Fall ein Skalpell mit sehr scharfer Klinge hier vorne. Das braucht ihr einfach, um das EPP gut schneiden zu können. Ja, dann haben wir hier auch noch einen Cutter, also da könnt ihr eben wählen, was ihr habt. Es muss ja hauptsächlich scharf sein. Genau, dann eine Rundfeile, um eben in das EPP nahe reinzufeilen, um dort dann die CFK-Stäbe einzukleben, dass das nahe alles sitzt, perfekt. Dann brauchen wir hier einen Seitenschneider, eben genau für die ganzen Kabel, die wir da drin verbauen. Dann eine Flachzange. Flachzange? Für alles Mögliche. Ist auch manchmal ziemlich hilfreich. Dann haben wir hier eine Abisolierzange, auch sehr hilfreich für die Kabel, geht einfach viel schneller und unkomplizierter, um die abzuisolieren. Dann machen wir weiter mit den Klebern. Wir haben hier in dem Fall einen Conal Pure Lime als Schaumkleber für die CFK-Komponenten, zum eben die einkleben, dass es nahe alles fest sitzt. Auch ganz wichtig, ein Uropor hat sich jetzt schon oft bewährt,
eben gerade zum die EPP-Teile stumpf aufeinander kleben. Eine Auswahl an Sekundenkleber, auch ganz wichtig. Dann hier eine kleine Nagelfeile für verschiedene Ecken und Kanten, wo man eben so mit so einem Schleifklotz hier schlecht drankommt. Der Schleifklotz, sehr wichtig, auch um eben gerade hier an dem Seitenruder ist eben noch keine Schräge dran, die müssen wir selber machen und dafür benutzen wir den Schleifklotz hier. So, das war es mal so von den Werkzeugen her. Jetzt geht es hier weiter mit den verschiedenen Komponenten, einfach mal kurz. Wir gehen dann da später nochmal genauer drauf ein, was wir hier benutzen und was ihr benutzen könnt. Also ist es eben Props hier. Dann haben wir hier ein Brushless Außenläufermotor. Dazu natürlich auch den passenden Regler. Ein Akku. Drei Servos, jeweils für Quer-, Höhen- und Seitenruder. Und eben noch einen Empfänger, den brauchen wir natürlich auch.